Zum nunmehr 11. Mal öffnete die Facility Management Ende Februar auf dem Frankfurter Messegelände ihre Tore für Besucher, Firmen sowie Fachpublikum rund um die Bereiche Gebäudeplanung, Organisation und Pflege. Die dreitägige Leitmesse der Branche ist dank der gelungenen Vorbereitung seitens der Messago weiter gewachsen und behauptete sich als die wichtigste Kommunikations- und Informationsplattform für die vielschichtige Facility-Management-Branche. Zentrum war der Ausstellungsbereich, in dem sich insgesamt 146 Firmen präsentierten. Abgesehen von den großen Komplettdienstleistern gab es genügend Raum für Anbieter aus Teilsegmenten wie zum Beispiel CAFM, Gebäude- und Verkehrssicherheit, Personalmanagement oder auch für die neuesten Produkte in den Bereichen Hygiene und Arbeitsmittel. Das Vortragsforum von und mit Spezialisten aus dem Facility Management war räumlich ins Messegeschehen integriert. Auf dem parallel zur Messe stattfindenden Kongress wurden über alle Veranstaltungstage hinweg Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu speziellen Themen des Facility Managements gehalten. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der Best Paper Awards. Ausgezeichnet wurden hier die drei innovativsten und fachlich überzeugendsten Beiträge. Die Krönung des ersten Tages war das Fest der Möglichmacher, eine Abendveranstaltung mit besten kulinarischen Beiträgen und diversen kleinen Show-Acts, initiiert und umgesetzt von den Möglichmacher-Unternehmen. Ein Treffpunkt, wie er im Rahmen einer Fachmesse nicht besser und lebendiger sein könnte. Parallel zur FM, nur ein Stockwerk darüber, findet seit 2 Jahren auch die Fire Project statt, eine Veranstaltung für Anbieter, Firmen und Spezialisten aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, thematisch eine ideale Ergänzung des Facility Managements. Traditionell laden Messago und GEFMA, der Dachverband der FM-Branche, am Abend des zweiten Tages zum großen Galadinner, das dieses Mal im Kapitol in Offenbach stattfand. Spätestens da wird klar, dass die Bedeutung und Wahrnehmung der Facility Management weit über eine Standardmesse hinausgeht. Facility Management entwickelt sich derzeit in hohem Tempo weiter. Das spiegelt sich auch bei uns auf dem Kongress und auf der Messe wieder, und zwar schon über einige Jahre. Wir als Messago werden alles daran setzen, die Veranstaltung als das Jahreshighlight der Branche auch zukünftig zu gestalten. Der letzte Veranstaltungstag war dieses Jahr dem Recruiting gewidmet, denn die FM-Branche ist ständig auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften. Studenten und Azubis konnten im Rahmen des Karrieretags einen direkten Draht zu potenziellen Arbeitgebern finden. Unter dem Motto Karriere mit Köpfchen war für die FM 2011 eigens ein Team der neuen Sportart Headies als Botschafter engagiert worden, die ihr Können direkt in der Halle unter Beweis stellten und vor allem junge Besucher zum Mitmachen anregen konnten. Facility Management ist eine Zukunftsbranche mit Potenzial. Das hat die Messe in Frankfurt eindrucksvoll bewiesen. Und so können sich Besucher, Aussteller und Kongressteilnehmer bereits jetzt schon auf die Veranstaltung im nächsten Jahr vom 6. bis 8. März 2012 freuen.